So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hier ist wieder eure Feuerkanone. Und heute machen wir hier ein 3D-Puzzle von der RMS Titanic. Erstmal drücken wir das Ganze aus. Okay. Leute, ich glaube, ich bin hier verrückt. Ist halt blöd, es ist ja schön, dass es markiert ist. Der 21, ach doch, ist. 21 ist an dem hinteren Stück. Okay, jetzt das hintere Stück ist leicht zu verwechseln, aber das hintere. Sorry, dass ich hier jetzt eine Fehlschalte habe, aber das ist wichtig. Das vordere hat so eine ganz tolle Spitze. Und das hintere eben eine dumpfe. Und das hat voll den Unterschied. Und deswegen. Ist schwer zu unterscheiden. Die Teile sind auch markiert mit der Nummer 6. Das ist die Nummer 6. Ich kann euch auch mal die Anleitung einmal zeigen. Für die, die jetzt ein Foto machen wollen. Wir können einfach auf Stopp drücken und ich muss jetzt erstmal gucken. Jetzt auch. Also, so sieht es bisher aus. Dann. Ja, ich hab's. Tut mir leid. Die Nummer 2 hält man so rum. Hast du Hanno belästigt? Oh. Armer Hanno. So, und dazwischen kommt. Zwischen den Stücken hier kommt die Nummer 20. Ich glaube, das ist so die einzigen 5 Videos auf YouTube, die mit 3D-Puzzeln Titanic machen. So sieht das jetzt aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann. Jetzt das Finale. Also, das ist keine 11. Und jetzt ist mir. Also ich mache dann auch nochmal ein extra Video zu Titanic. Es wird auf jeden Fall nicht an dem Tag, wo es jetzt rauskommt. Das Teil. Erinnert mich so an den Song Terra Titanic. Terra Titanic verloren. Ich glaube sogar aus Recycling, ich weiß es nicht. Ich empfehle zuerst die Schornsteine zu falten. Der Schornstein hat die Nummer 13. Ne, haben alle. Und die kann man dann hier schief aufstellen.
Ach übrigens, Leute. Bei der Titanic, die hätten nur drei von, die hätten nur drei Schornsteine benötigt. Den vierten haben die nur rangemacht, damit es spektakulär aussieht. Spektakulärer und nicht langweilig. Sonst